Was geht ab, meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem weiteren Marktausblick für die kommende Woche. Ja, nächste Woche wird auf jeden Fall, das kann ich schon mal dazu sagen, ein bisschen ruhiger, was die ganzen News anbelangt. Diese Woche hatten wir natürlich VPI-Daten, EPI-Daten, das heißt Erzeugerpreise und Inflationsdaten, die die Woche auf dem Schirm waren, beziehungsweise heute, weil ich nehme dieses Video bereits am Freitag auf. Deswegen rühren sich hier die Kurse auch noch ein bisschen. Ich schaff's nur zeitlich Samstag und Sonntag wahrscheinlich nicht, diesen Marktausblick aufzunehmen, deswegen jetzt heute Freitag. Aber die Märkte haben jetzt auch nur noch ein, zwei Stunden offen, da sollte jetzt keine Preise, explosion oder kein preisdampf mehr zustande kommt deswegen jetzt das video und ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen oder ich hoffe im Endeffekt jetzt wirklich, dass keine Änderungen mehr eintreten. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video wie immer trotzdem gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und auch gerne in die kostenlosen Telegram-Talk und Signalgruppen reinschauen, wenn ihr Bock auf Updates, News und auch Signale kommt da gerne rein. Der Link ist dazu immer unten in der Videobeschreibung drin, natürlich alles for free. Und weil es heute rausgekommen ist, die neue Folge Krypto und Moore von unserem Podcast ist Online, Social Media ist Gift. Sehr, sehr gute äh, Folge geworden, meiner Meinung nach. Also hört euch die gerne an auf Spotify, Apple, Dieser. Auf allen bekannten Podcast-Plattformen. Gut, und damit würde ich sagen, gehen wir rein in die Analyse. Und zwar fangen wir an wie immer mit dem DXY. Der DXY momentan an einem sehr, sehr starken Widerstand angekommen. Natürlich die letzten Tage jetzt durch die, ich sage jetzt mal, leicht angestiegenen VPI-Daten, also Inflationsdaten, jetzt ein bisschen so am Ultimo-Punkt angekommen von unserer Prognose. Wir bilden höhere Tees, wir haben aber noch kein höheres Hoch. Dafür muss auf jeden Fall hier oben dieser Bereich um 103,5 gebrochen werden. Das ist ganz klar. Und was jetzt auch sehr, sehr interessant ist, wir haben hier, äh, wo haben wir es? So, hier noch die Ineffizienz vor uns. Das heißt, hier knapp vor den 103 US-Dollar ist die Ineffizienz vor uns. Die könnte meiner Meinung nach noch geschlossen werden, aber technisch gesehen sind wir immer noch in einem Downtrend. Das heißt, ich rechne hier nächste Woche jetzt erste Mal, trotz dieser wenigen News, die möglicherweise rauskommen. Erst einmal mit so einer äh, kleinen Seitwärtsphase. Wir bilden hier auch schon so eine Art, so, zumindest eine kleinere Range. Und die wird meiner Meinung nach auch nächste Woche jetzt erst einmal so ein bisschen Bestand haben, außer wir kriegen irgendwelche News. Klar, wir können hier ein bisschen überextendieren, das heißt nochmal hoch bis 103,5. Mehr sehe ich aber derzeit beim DXY erst einmal nicht für die kommende Woche. Und da gehen wir gleich rüber zum Euro-US-Dollar. Auch sehr, sehr interessant, hat sich nämlich auch gar nichts getan jetzt eigentlich so in dieser Woche. Wir haben unsere Seitwärtsrange, unsere Long-Position vom Euro, die wir letzte Woche drüber gesprochen haben, wurde auch noch nicht abgeholt. Ihr seht hier unten die, äh, die gelbe Linie, das ist unsere Ineffizienz hier. Die liegt bei 1,09 Euro. Wurde nicht abgeholt. Letzte Woche um 0,002. Schade eigentlich, im Endeffekt äh, wäre das ein schöner Move schon mal gewesen im Laufe der Woche, weil Take Profit 1 wäre locker abgeholt worden. Also wir sind in der Spitze mal 1,4% gestiegen. Locker easy. Wurde halt noch nicht abgeholt, aber ich halte hier jetzt erst einmal dran fest. Und äh, wir haben ja drüber gesprochen. Entries hier und Stop Loss unter dieser grünen Box hier unten bei den 1,08 Euro. Ja, 1,08 Euro, genau. Da liegt der Stop-Loss von dieser Order. Aber hier brauchen wir uns ehrlich gesagt nicht lange aufhalten. Die XY in der Seitwärts-Range und das gleiche Spiel sehen wir dann natürlich auch beim Euro. Auch hier haben wir eine leichte, natürlich mit Downtrend versetzte Seitwärtsrange. range Dieses Fake-Out hier oben, die Liquidität abgegrast und runter ging es wieder. Und genau das gleiche Spiel könnte dann eben auch kommende Woche dort auch passieren. Wir gehen runter, holen uns die Liquidität ein bisschen tiefer und versuchen dann nochmal ans obere Ende der Range zu kommen. Gleichzeitig haben wir hier unten nämlich noch auf dem 4-Stunden-Chart eine Demand-Zone, würde sich also sehr, sehr gut ein äh, eignen. Einerseits die Ineffizienz zu holen und andererseits die Demand-Zone auch abzuholen. Gehen wir rüber zu den traditionellen Märkten und fangen wir an mit dem Dow Jones. Und hier. Ja, was soll ich sagen? Ich, einerseits, wir haben vor, ich glaube, zwei Wochen war es ungefähr, haben wir darüber gesprochen, dass die Order hier oben, wie war sie zu riskant, die Short Order. Diese Woche sind wir nicht mal mehr, mehr dahin gekommen. Also das heißt, wir hatten eigentlich ein bestätigtes tieferes Hoch. Wir haben es hier nochmal versucht. Sins Sin Golden Pocket wurden drastisch abverkauft dann sofort nach, äh, nach diesem Hit in das Golden Pocket. Und daraufhin ging es jetzt erst einmal runter. Aber auch hier seht ihr, es tut sich derzeit echt wenig. Ich gehe aber davon, stark davon aus, dadurch, dass wir eben nächste Woche sehr, sehr wenig News haben, DXY in der Range ist, Euro in der Range ist. wie gesagt, keine News vorhanden sind. Dass wir auch hier erst einmal möglicherweise so eine kleine Seitwärtsphase bilden. Ich meine, wir haben jetzt äh, Mitte August äh, ist immer noch eine ruhige Phase oder gesamte August. Und ihr seht hier einfach auch das gleiche Spiel. Wir haben hier einfach derzeit diese Range-Bildung. Und da könnten wir uns erst einmal aufhalten. Sollte die Range nach unten hindurchbrochen werden, wäre unser nächster Long-Punkt derzeit. Das ist diese blaue Linie, die komischerweise ein bisschen verrutscht ist, wäre diese blaue Linie hier unten bei den 34.700 Punkten. Wäre nochmal ein schöner Abverkauf, meiner Meinung nach, von 1,5 Prozent. Fände ich jetzt gar nicht so verkehrt, einfach um eine Einerseits natürlich das 0,5er Fibonacci Retracement Level zu testen und natürlich dann auch in Richtung ins Golden Pocket zu gehen. Vom Stop Loss her seht ihr schon so, würde ich den Stop Loss auf jeden Fall unter das 0,786er legen. Ihr seht, 2% ist ein bisschen viel, weshalb ich es gerne auf zwei Orders aufteilen würde. Das heißt einerseits hier an der Ineffizienz, den ersten Long Entry und den zweiten dann hier unten eben im Golden Pocket, dass wir hier vielleicht auf 1,5% grob rauskommen, finde ich eigentlich eine gute Alternative, 1,5% ist aber für mich auch eher ähm, das wahrscheinlichere Szenario, dass wir erst einmal nochmal runtergehen, eben die Liquidität abgrasen, würde auch dafür sprechen, dass wir beim Dollar nochmal ein Fakeout nach oben hin sehen. Also so diese Psychologie dahinter würde schon sehr, sehr gut passen. Erster Entry, zweiter Entry, maximal abholen und von hier aus dann neuen Anlauf an die Oberkante bei 35.700 Punkten starten. Gehen wir rüber zum SPX. Hier läuft der Short noch. Also der Short war Bombe, Bomben-Entry. Wir haben hier oben noch das Gap, das wurde sich diese Woche nicht gefischt. Würde würd ich jetzt aber auch sagen, dass es nicht geholt wird. Ich bin hier derzeit long, bin ich schon, weil wir hier das Gap gefüllt haben, mit einem Stop-Loss derzeit bei 4.404. Ich habe es gestern im, oder heute im Video, gestern, also wenn das Video rauskommt, gestern, also heute, ähm, im Video schon dazu gesagt, dass hier unten, äh, dass wir da reingegangen sind. Auch perfekt abgeholt derzeit, äh, auch minimal im Plus diese Position, aber darauf kommt es sich an. Diese Position würde ich jetzt erst einmal sagen, ähm, erster Take Profit liegt bei 4.480 nach derzeitigen Stand. Wird sich auch nichts ändern, nur zur Info. Und ähm, dann wird es darauf ankommen. Wir ziehen hier jetzt mal auch ganz kurzes äh, Fib Level dazu. Eine Erholung ist grundsätzlich drin, die würde uns perfekt hier oben einerseits in das Golden Pocket bringen, andererseits in unser Gap hier oben füllen. Das Problem einer ganzen Sache ist, beziehungsweise es gibt kein Problem. Nochmal zum Vergleich, Dow Jones. Range würde passen. Wir gehen hier nochmal ein bisschen hoch, holen vielleicht hier oben sogar die Short-Position ab. Das ist ja wie gesagt die ähm, Variante für unseren äh, Long-Trade. Und beim SPX könnte das Gleiche im Endeffekt passieren. Wir kriegen unsere Erholung zumindest mal in dem Bereich der 4540 bis maximal 4575. Wir haben zwar hier keine Range vorliegen, aber wenn wir den Dow Jones angucken, würde es schon sehr, sehr gut passen. Das heißt, hier läuft die Long Position derzeit, gehe ich auch erstmal davon an, dass die bleibt. Wir haben einen niedrigen RSI, würde sehr, sehr gut passen, zumindest eine zwischenzeitliche Erholung hier reinzubekommen. Gehen wir rüber zum NASDAQ. Auch hier, äh, keine, also hier ist keine Position offen. Was heißt auch hier? Hier ist einfach keine Position offen. Wir haben letzte Woche schon darüber gesprochen, dass wir hier im Endeffekt äh, den Hit ins Golden Pocket hatten. Das wäre die Chance gewesen. Aber wie gesagt, war mir alles zu riskant. Äh, da hat der SPX-Short gereicht. Auch hier schöner Abverkauf derzeit. Wir haben noch kein tieferes Tief. Das heißt, es wird heute äh, ganz stark darauf ankommen, wie wir auch im Endeffekt die nächsten Stunden jetzt dann schließen oder heutigen Tag schließen. Tieferes Tief ist in Gange, sobald wir hier unter diesem Bereich, wo wir uns derzeit aufhalten, also bei knapp 15.000 Punkten drunter schließen, dann sieht es eher übel aus. Ihr seht hier unten die gelbe Linie, das wäre dann das nächste Tief, was angelaufen werden könnte. Und dann gehe ich ganz, ganz stark davon aus, dass das dann die endgültige Trendwende ist. Wir haben dann tieferes Tief, wir könnten hier nochmal einen Long probieren, zumindest mit einer kleinen Trendwende zu rechnen, aber dass dann der Markt komplett erst einmal in die andere Richtung geht. Es gibt viele Prognosen, dass der Markt grundsätzlich September, Oktober nochmal eine komplette Umkehr machen könnte, hat natürlich auch damit zu tun, äh, ich sage jetzt einmal Bitcoin ETF und sowas, äh, die News, dass die Leute dann erst wieder so richtig reinkommen, in den Markt, den Markt runterdampfen und dann eine Erholungsrallye in Richtung Dezember geht. Würde meiner Meinung nach sehr, sehr gut passen, wenn wir das dann hier nochmal durch eine Bestätigung sehen und dann nochmal einen größeren Abverkauf im Laufe der nächsten Wochen und Monate sehen. Aber hier, wie gesagt, erst einmal kein Trade geplant. Dafür ist mir beim Nasdaq die Situation ehrlich gesagt ein bisschen zu unsicher. Eher Konzentration eben auf den Short, der offen ist beim SPX, auf den Long, der offen ist beim SPX. Also beim SP 500 und auf den geplanten einerseits natürlich long weiter unten oder auf den geplanten short weiter oben. So, gehen wir rüber zum DAX, also zum deutschen Light Index, wenn man das so schön sagen kann. Hier hat sich nichts getan. Also ich bleibe weiterhin dabei. Wir haben hier oben dieses short, äh, diese Short-Position, die wir letzte Woche schon mal angesprochen haben. Wir können das FIP nochmal minimal verschieben passt jetzt vielleicht sogar noch ganz ganz gut oder passt jetzt eigentlich perfekt hier oben mit dem Golden Pocket überein. Long Position ist mir das Risiko ehrlich gesagt ein bisschen zu hoch. DAX macht immer mal so ein bisschen was was er will. Wir sind von der Struktur, wenn wir uns das Gesamtbild hier jetzt einfach mal angucken. Also, ich meine, dieses Gesamtbild hier äh sind wir im Endeffekt immer noch bullish unterwegs? Wir haben kein tieferes Tief, natürlich dieses Tief hier unterschritten, grundsätzlich stimme ich dazu, aber wir haben halt eben noch nicht diese Bestätigung mit dem tieferen Hoch und das würde jetzt nach derzeitigen Stand perfekt da oben passen mit dem Golden Pocket. Das heißt eben dieser Retest hier oben, aber Long hier würde ich nicht eingehen. Ich spekuliere dann hier oben wirklich auf die Short und dann eben diesen. Äh ja, diesen Dump in Richtung 15.300 Punkte. Also, das ist momentan der Hauptfahrplan. Darauf äh, würde ich momentan äh, eher meinen Arsch drauf verwetten, dass wir im Endeffekt so einen Move machen. Ihr seht, der Stop-Loss ist relativ hoch. Man kann ihn auch wahrscheinlich dann Richtung 0786, aber da müssen wir dann die Situation abhängig machen. Das heißt, momentaner Entry, bei mir könnt ihr euch auch aufschreiben: 16.200 äh, uh, Punkte, US-Dollar, ich sage immer wieder US-Dollar. Ja, egal. Auf jeden Fall 16.200 Punkte mit einem derzeitigen Stop-Loss bei 16.576 oder ja 70. Bei 16.570. Das ist die Order, auf die es ankommt, aber wir brauchen uns auch hier nicht länger aufhalten, weil es tut sich nichts. Und da kommen wir auf den Wirtschaftskalender zu sprechen. Also, wie gesagt, es ist relativ dünn, sage ich mal. Also, Montag ist gar nichts. Dienstag haben wir so ein bisschen die Einzelhandelsumsätze, also jetzt auch nichts Wirkliches. Mittwoch ist Immobiliensektor, aber da fehlt ja immer noch diese eine, ihr wisst schon was, wo wir immer mal drüber gesprochen haben. Donnerstag Erstanträge, Folgeanträge, pff, also auch nichts wirklich Ganzes und Freitag nichts. Also wirklich gar nichts los. Also nur die VPI-Daten in der Eurozone. Und ansonsten seht ihr, es ist sehr, sehr ruhig. Das heißt, es könnte auch eine ruhige Woche eben hier werden. So gehen wir noch rüber zum Schluss, damit wir so die Hauptmärkte erstmal raus haben. Äh, zum Goldmarkt auch hier läuft äh, die Long, also es wurde, man muss fairerweise dazu sagen, eine wurde ausgestoppt, die wir schon, äh, die wir erst vor kurzem aufgemacht haben auf Stop Loss Entry. Daraufhin äh, es läuft ja noch eine ältere mit einem Stop Loss es, äh, 1870. Ich zeichne das mal ganz kurz ein, der hier liegt. Wir sind momentan hier im Minus leicht zumindest, ähm, aber gut, das ist jetzt äh, auch eine längerfristige Position. Ich sehe hier aber immer noch so ein bisschen zu so langsam, aber sicher eine Bodenbildung. Also, Gold bin ich weiterhin ehrlich gesagt echt bullisch unterwegs. Wir sehen hier, dass sich der Kanal, den wir hier gebildet haben, und der ist sehr, sehr akkurat, also hier kann man wirklich von einem vorigen Wedge sprechen, dass er sich immer weiter akkurat zusammenzieht. Sehr, sehr schön. Und dass hier jetzt auch langsam der Boden drin ist. Deswegen ist der Stop-Loss hier unten sehr, sehr gut gewählt. Wir haben hier noch eine Menge Luft und wenn er da runter geht. Ganz ehrlich, dann äh, haben wir andere Probleme. Dann werden wir auch wahrscheinlich nochmal die 1800 äh, US-Dollar sehen. Also hier weiterhin äh, bullish. Wer noch keine Position offen hat, im Endeffekt hättet ihr dann besseren Entry als ich. Vom Risk her wären wir hier klar bei 2,4%. Ist happig, aber ich gehe ganz stark davon aus, dass wir zumindest eine Erholung sehen. Hierfür ziehen wir uns zumindest mal das FIP-Level von, ich sage jetzt mal von der Gesamtbewegung. Bis nach unten hin wäre technisch gesehen 1940 auf jeden Fall drin, dann die 1950 und dann der dritte Take Profit bei 1960 im Golden Pocket. Das sind die Ziele? Würde auch zu meiner Theorie dann wiederum passen. Wir sehen sinkende Märkte, also sinkende traditionelle Märkte und kriegen dann dadurch im Endeffekt äh, diesen Abverkauf äh, an den Märkten und dafür den Goldpush eben nach oben. Also genau Antikorrelation. Würde hier sehr, sehr gut dazu passen. So, und dann machen wir noch äh, Bitcoin für die kommende Woche. Wir sehen, wir haben das Golden Pocket, das heißt, unsere Position hier im Golden Pocket wurde abgeholt. Kann sich natürlich, wenn das Video hier rauskommt, schon wieder geändert haben, dass die Position ausgestoppt ist. Stop-Loss haben wir bei 28.960 äh, US-Dollar derzeit. Hier wird es ganz, ganz stark darauf ankommen, ob wir dieses Level auch halten können. Also, wir versuchen hier zumindest gerade mal so eine leichte Trendwende reinzubekommen. Grundsätzlich habe ich dazu gesagt, wir gehen mal in den Daily Timeframe. Um wirklich eine gesamte Trendwende zu sehen und wirklich von diesen 27.500, 27.600 US-Dollar wegzukommen, brauchen wir einen Close über 30.000 US-Dollar. Danach sieht es nach derzeitigen Stand nicht aus. Deswegen zielen nächste Woche: entweder wir traden in der Range oder wir brechen endlich mal ein Richtung 27.400 US-Dollar. Aber wir sind weiterhin eher seitwärts bzw. abwärts gerichtet, solange wir eben hier die 30.000 US-Dollar-Marke nicht durchbrechen. Mehr gibt es ganz ehrlich da nicht zu sagen, deswegen halte ich auch die Videos relativ kurz, Marktausblick immer ein bisschen ausführlicher natürlich, weil es einfach viel, viel mehr Märkte gibt zu berichten, auch natürlich auch über die Setups äh, zu reden, über die wir immer wieder reingehen und ja. Ansonsten würde ich sagen, gerne ein Like da lassen, würde mich freuen, wenn ihr auch einen Kommentar unten reinlasst mit eurer Meinung, wie ihr die kommende Woche seht oder wenn ihr irgendwelche Märkte euch noch interessieren, was wir noch mit reinbringen können, jederzeit gerne, einfach unten reinschreiben und ansonsten würde ich sagen, Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe join, gerne den Podcast anhören. Gerne auch eine Bewertung da lassen und auch die Inhalte teilen, würden wir uns riesig drüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende, kommt gut rein und wir hören uns dann wahrscheinlich morgen früh zu einem Bitcoin-Update wieder. Bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay quiet.